So, heute zeige ich euch, wie Lucien Favre 2018-19 in der Bundesliga, aber auch in der Champions League mit dem BVB spielen wird. Ich denke, dass er mit einer 4-2-3-1-Formation spielen wird, weil das bei Dortmunds Qualitäten einfach am sinnvollsten wäre. Der BVB hat ja Marvin Hitz verpflichtet. Ich denke, er wird sich auch gegen Roman Bürki durchsetzen und Nummer 1 sein. Auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich Lukas Piszczek. Okay, er ist nicht mehr der Jüngste, aber ein, zwei Jahre kann er noch auf Top-Niveau spielen, auf jeden Fall. Als ersten Innenverteidiger sehe ich Abdou Diallo. Diallo, der ist ja von Mainz zum BVB gewechselt. Als zweiten Innenverteidiger sehe ich Manuel Akanji, der ja bei der Schweiz schon WM-Erfahrungen gesammelt hat. So, jetzt kommt einer auf der Linksverteidigerposition, der in der letzten Saison viel verletzt war, und zwar Rafael Guerreiro. Thomas Delaney, der bei Dänemark ja auch bei der WM Dauerbrenner war, wird der erste ZM sein in meiner Aufstellung. Der zweite ZM wird Mahmut Dahoud sein, der in der letzten Saison ja nicht gerade Stammspieler war. Als einziger ZOM wird bei mir Mario Götze spielen. Ich hoffe und gönne es ihm auf jeden Fall auch, dass er sich diese Saison durchsetzen wird. Als RF spielt bei mir, als rechter Flügel spielt bei mir Christian Pulisic, der bei der WM ja nicht dabei war. Als linker Flügel spielt Marco Reus, der einziger Deutscher bei der WM mich überzeugt hat, zumindest in zwei Spielen von den drei Partien. Und als Stürmer spielt Maximilian Philipp. Nee, kein Morata, kein Mandzukic. Ich sehe da Maximilian Philipp. So, denkt ihr überhaupt, Lucien Favre ist der Richtige für den BVB? Schreibt mir das in die Kommentare. Ciao.